letzte Starterin ging sie hier ins Viereck und hat sich doch nochmal glatt den Sieg weggeschnappt. Und wenn ich das sagen darf, mit einer richtig starken Runde. Vierfache Europameisterin ist sie bei den jungen Reitern. Einzel-Europameisterin mit diesem Pferd, mit Cassidy. Sie ist mit ihm zusammen groß geworden. Aus der Juniorentour in die jungen Reiter, in die U25-Tour. Und jetzt geht's hier los. Jetzt schnappt sie den Senioren die Schleifen weg. Genauso soll es sein. Katrin Dufour und Atta Rupgaards Cassidy. Er 14, sie 25.
Katrin Dufour am Start hier für Dänemark. Diese junge Dame mit ihrem langjährigen Partner Cassidy. Also, das ist schon eine starke Runde gewesen. Die fing ja an, als ob sie jetzt hier alles auf einmal sofort erledigen muss, hätte ich fast gesagt. Galoppierte an, 3 Meter später schon eine Doppelpirouette. Dann direkt in die fliegenden Wechsel, wieder Doppelpirouette, wieder fliegende Wechsel. Also das war schon eine ganz schöne Aneinanderreihung. Hat sich dann, glaube ich, etwas relativiert. Also sie machte jetzt nicht ganz so geballt mit den Schwierigkeiten weiter. Ich hatte den Eindruck, da war heute so ein ganz klein bisschen mehr Druck drauf auf diesem Paar. Hat ihr vielleicht der Sieg von vorgestern ein bisschen die Erwartungshaltung, die ist natürlich groß. Ich meine, hier und da war so ein bisschen Spannung drin. Das war im Grand Prix nicht so. Das sah man auch ihm an, beim Angaloppieren mal so ein bisschen doppelbeinig aufgekommen. Hier und da ein bisschen Spannung, was ich grandios fand wiederum. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieser starke Schritt. Da geht das ganze Pferd Schritt vollkommen relaxed an die Hand ran. War für mich ein absolutes Highlight, natürlich auch klasse. Diese Piaffen, die sie wirklich sehr, sehr auf der Stelle reitet, sehr schön gleichmäßig. Guck mal, wie schön das passt. Das sind schon viele Highlights gewesen. Wie gesagt, insgesamt meine ich, hat sie da heute so ein ganz klein bisschen mehr Druck drauf gehabt als im Grand Prix. Ja, aber sie hat uns ja so nett erzählt, eigentlich hat sie den mal gekauft. Da ging er kleine Tour und der Verkäufer sagte, ja, das ist ein super Pferd für die kleine Tour, aber Grand Prix